das Interview auf Al Jazeera. Mit der Nummer 1 steht er bei uns im Kasten. Hinter ihm die gelbe Wand, kann sich auf ihn verlassen. Seit über 10 Jahren beweist er seine Klasse. Beide ist kein Torwart, beide ist eine Waffe. Wenn er weiß, er kommt nicht an, guckt er ihn weg. Er guckt ihn weg. Wo andere Torhüter beim Torschuss resignieren, bleibt alles stehen, er muss die Bälle nicht parieren. Denn Roman Weidenfeller lacht, guckt sie weg. Beide kennt noch die Zeit von Nerven und Matt. Seitdem werden alle Bälle aus dem Winkel gekratzt. Fragt Weidenfeller, wo hat der Frosch die Locken? Er sah sich 400 Meter bei den Elber von Robben. Schwarz-gelbe Fahnen, Ballspiel frei. Beide bleibt stehen, der Ball geht nicht rein. Wenn er weiß, er kommt nicht ran, guckt er ihn weg. Er guckt ihn weg. Wo andere Torhüter beim Torschuss resignieren, bleibt beide stehen, er muss die Bälle nicht parieren. Denn Roman Weidenfeller lacht, guckt sie weg. Und Weidenfeller pariert, mega Möglichkeit. Robin läuft an, Weidenfeller hat ihn und er hält ihn fest. Dreimal Weltklassezeit von 3 Minuten. Weidenfeller setzt auf die Welt. Weidenfeller, Weltklasse. Weidenfeller muss sich lang machen. Roman Weidenfeller, Borussia Dortmund. Weidenfeller, Brillant und wieder Weidenfeller. Überragend. Jogi Löw, hingucken. Weid spielt seit Jahren in einer eigenen Liga. Löw ruft ihn nicht an, doch da steht er drüber. Auch ohne Adler auf der Brust. Er guckt ihn weg. Wo andere Torhüter beim Torschuss resignieren, bleibt beide stehen, er muss die Bälle nicht parieren. Denn Roman Weidenfeller lacht, guckt sie weg. Wo andere Torhüter beim Torschuss resignieren, bleibt beide stehen, er muss die Bälle nicht parieren. Denn Roman Weidenfeller lacht. Weidenfeller lacht. Weidenfeller, la, 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 la